Hallo und herzlich willkommen bei Einsatz, unserem Spezialmagazin heute aus Hörsching vom Flieger Horst Vogler. Hier findet der Frühlingsempfang des Militärkommandanten statt und die Luftstreitkräfte sind massiv hier aufgetreten. Hier von Leonardo bis Blackhawk ist alles vertreten und der AB-212 wird demnächst abgelöst, aber ist nach wie vor in den Diensten und ein verlässliches Arbeitspferd für unsere Luftwaffe. Wir interviewen die Frau Minister, gehen aber auch zum Brigadekommandanten und natürlich auch zum Landeshauptmann von Oberösterreich. Wie wichtig ist Ihnen das Militär in Oberösterreich, speziell beim Katastrophenschutz, aber auch mit zur Landesverteidigung? Und wie wichtig sind Ihnen heimische Produkte für die Wirtschaft? Das Bundesheer ist ein unverzichtbarer Partner, gerade in Oberösterreich. Immer schon, ist auch in der Bevölkerung sehr beliebt und hoch angesehen, wenn man an die Katastrophenfälle denkt. Aber jetzt wird auch die Ursprungsaufgabe, die Sicherheit, wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt. Und ich bin auch sehr froh, dass das Bundesheer die Soldatinnen und Soldaten jetzt auch die ordentliche Ausrüstung und den Rahmen dafür bekommen. Das ist für die Arbeit des Heeres wichtig, ist aber auch für den Standort, für die Wertschöpfung, für die wirtschaftlichen Effekte wichtig, für die Investitionen, die getätigt werden, aber auch, dass der Standort oder die Standorte des Bundesheeres in den Regionen gesichert sind, denn auch dadurch beflügeln sie ja die Wirtschaft in der Region. Wie viele Stück Pandur und Ulan wird es Ihnen künftig geben beim Bundesheer? Ja, so wie es vorgesehen ist in unserem Aufbauplan, die genaue Summe, die Anzahl 117 plus, die habe ich gar nicht mehr im Kopf, muss ich ehrlich sagen. Wir bringen alles auf den neuesten Stand, aber das ist ja nicht das Einzige, was wir machen im Bereich der Schützen- und Kampfpanzer, sondern wir haben ja jetzt eine ganz große Beschaffung gemacht, 225 zusätzliche Pandur Evolution in den verschiedensten Varianten. Sind die Fliegerabwehr sehr wichtig? Ja, das ist unabdingbar notwendig, sehen wir bei den Bildern, die wir aus dem Nahen Osten auch bekommen. Und wir gehen Schritt für Schritt voran bei European Sky Shield. Das ist ganz wichtig. Wir haben die kurz- und mittleren Reichweiten des Sky Ranger ja schon in Beschaffung gebracht und die weiteren Schritte folgen jetzt. Wie macht es das Bundesheer, dass plötzlich wieder ein furchtbar guter, positiver Ruck durch die Bevölkerung geht und dass die umfassende Landesverteidigung wieder momentan sehr groß geschrieben wird? Ich glaube, dass die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher das richtige Gefühl beschleicht, dass die Welt ein bisschen aus den Fugen ist. Und wenn wir nicht aufpassen, dann könnte vielleicht unser Österreich und unser Heimatland vielleicht auch ein bisschen aus den Fugen geraten. Und da hat man gern, dass man einen Sicherheitskit ein bisschen hat, der das alles ein wenig zusammenhaltet. Und nachdem man sich aufs Bundesheer immer verlassen hat können und die Leute auch in Ordnung sind, kommt es automatisch, dass wir jetzt besser angesehen sind. Die Unterstützung ist da und man traut sich jetzt wieder auf die Seite des Bundesheeres überhaupt zu stehen und dahinter zu stehen. Und das sieht man auch hier bei diesem Frühlingsempfang, mit welcher Stärke und mit welcher Kraft uns der Rücken gestärkt wird. Die Vorgängerin der momentanen Verteidigungsministerin war ja nicht immer besonders aktiv zum Heer oder nicht besonders klug. Wie sehen Sie die Situation der Frau Bundesminister, dass das Bundesheer plötzlich wieder ein furchtbar positives Image hat? Also ich habe ja in meinen verschiedenen politischen Funktionen in den letzten Jahren und Jahrzehnten viele Anlässe des Bundesheers begleitet und es gab immer ein Thema: Wir müssten investieren, wir müssten ankaufen, auch aus Respekt denen gegenüber, die im Bundesheer Dienst für uns tun. Jetzt mit der Frau Bundesministerin Danner findet es endlich statt. Es wird vieles aufgeholt, nachgeholt. Das ist auch wichtig für die perfekte und verlässliche Arbeit, die geleistet wird. Der Noricke ist der den Pinsker ersetzen wird oder soll. Der Pinsker hat immerhin über 70 Jahre gehalten. Glaubst du, dass der Noricke das auch wieder aushält? Naja, da gehe ich schon davon aus, dass der seine Aufgaben gut erfüllen wird, weil es war ja ein sehr langer Weg, bis man das technische Pflichtenheft dementsprechend geschafft hat. Und ich gehe aus davon, dass das schon eine Investition ist, die über Jahrzehnte auch halten wird. Gestern war Girls Day in Kärnten, Salzburg und Oberösterreich, wir waren überall dort. Die jungen Frauen sind begeistert. Geht es auch vorwärts bei den freiwilligen Präsenzdiensten? Ja, überall Mission vorwärts. Es sind ja mittlerweile schon über 200 nach dem Modell des Freiwilligen Grundwehrdienstes für Frauen auch eingerückt und das ist gut so. Wir brauchen die Besten der Besten und es war schön zu sehen am Girls Day Tausende, die da mit dabei waren. Oberwachtmeisterin beim Panzerbataillon 14 in Wels, wie lange schon hier? Seit Juli 2017. Wie gefällt es Ihnen beim Bundesheer? Ganz gut, kann mich nicht beschweren, ja.
werden noch demnächst eine Kompanie begleiten, wo Damen sich freiwillig gemeldet haben, in Wales zum Beispiel oder auch in Niederösterreich. Da würden Sie dann dazu einladen, vielleicht zu einem Statement, ist das möglich? Ja, denen wünsche ich natürlich alles erdenklich Gute und ich schaue, dass ich selber mit dabei bin, wäre wahrscheinlich am besten. Ne? Es gab auch heute eine Ehrung für das sogenannte Kleeblatt, nicht Sam Hawkins aus dem Karl May, sondern der Brigadier Moore hat da jetzt vier Institutionen besonders geehrt. Wie wichtig ist Ihnen das Kleeblatt? Das ist wichtig. Wir haben es in den letzten Jahren erlebt, dass es galt, Krisenarbeit zu leisten in der Corona-Zeit. Das Kleeblatt, stellvertretend für die großen Einsatzorganisationen, war ein verlässlicher Partner Tag für Tag. Es gab immer Ansprechpersonen, es gab Rat, es gab Hilfe, Unterstützung. Und dass die so wie selbstverständlich zusammenarbeiten, ist nicht selbstverständlich. Darum bin ich sehr froh, dass das so gut klappt. Hier im Vorfeld des Hangars, wo die Augusta Bell 212 stationiert ist, steht der Nachfolger der Leonardo, den es ja dann in Eigen bzw. in Langer Lebern geben wird, aber auch im Hintergrund weiter, also der sogenannte Black Hawk, auch da wird es eine Erneuerung geben und da wird der Black Hawk von Langen Lebern nach Hörsching übersiedeln? Nein, es wird in Langen Lebern welche geben und die moderne Version, die jetzt dann bald produziert werden wird, da kommen dann der Planungen noch 12 Stück nach Hörsching und sollen hier die Augusta Bell 212 ablösen. Ja. Dieser Hubschrauber ist ja prädestiniert dazu auch zu Waldbrandbekämpfung, weil er große Tonnen Wasser mitnehmen kann in einem Behälter. Wie wichtig ist, dass diese Hubschrauber in Oberösterreich auch bleiben? Ja, für uns ist es wichtig, dass wir Hubschrauberstandort bleiben und eine Hubschrauberperspektive haben. Die Techniker, das Bodenpersonal, das Flugpersonal, die Piloten brauchen eine Perspektive. Die Augusta Bell sind ja doch schon einige Jahrzehnte alt und jetzt muss auf den neuen umgerüstet werden und das bringt einen irrsinnigen Push und eine irrsinnige Motivation und eine riesige Freude und sichert im Prinzip den ganzen Standort ab und das ist sehr wichtig. Nicht nur das Gerät ist wichtig, auch die Unterkünfte bzw. die Garagen für das neue teure Gerät. Ried ist ja da ein Musterbeispiel, wo viel in den Bau investiert wird. Das stimmt, als Panzerstandort, aber es geht nicht nur ums Gerät, sondern schon auch um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn wir auch an die Jungen, an die Rekrutinnen und Rekruten denken, die von Staats wegen, von Gesetzes wegen einige Monate ihres Lebens dem Staat zur Verfügung stellen und dass dann die Unterkünfte oder auch die Orte, wo Dienst geleistet wird, dem Level entsprechen, wie wir es heute gewohnt sind, wäre eigentlich selbstverständlich. Jetzt endlich wird das gemacht. Dass die Kaserne Freistadt erhalten bleibt und jetzt plötzlich dort Flapanzer bekommt, ist das für Sie auch wichtig? Ja, das ist ganz besonders wichtig. Bei Freistadt war es mir immer schon ein Anliegen, dass es einen modernen und einen technischen Standort auch wird. Weil wenn man sich dort ein Know-how mit dem Personal und mit dem Raum dort aufbaut und die Akzeptanz in der Bevölkerung ist auch noch groß, dann kriegt man ein Alleinstellungsmerkmal und das sichert man den Standort ab. Und Fliegerabwehr braucht man in Oberösterreich sowieso, das ist in der Nähe ganz wichtig. Allein wenn man schon an diesen Flugplatz denkt, ist das einer von die Punkte und einer von den Städten, die eine Fliegerabwehr ganz einfach zusätzlich noch brauchen kann. Geht es auch vorwärts in Oberösterreich? Es geht voll vorwärts. Der Blick ist vorwärts und wir bewegen uns vorwärts. Wir schauen nicht zurück. Wir schauen ein bisschen auf Retro. Aber es ist wirklich so, man hat altes Gerät und alte Fahrzeuge und so weiter liebgewonnen. Das ist so. Man schmeißt es auch nicht gerne weg, sondern kann es auch noch behalten. Wir wissen nicht, von was wir reden, wenn wir Fans von alten Militärfahrzeugen sind. Aber das Neue nimmt dann auch ganz einfach mit. Man geht einfach mit der Zeit. Und das, vor allem, was das Wichtige ist bei den neuen Sachen, es zieht die Jugend an. Und zwar, die Jugend ist technikaffin und technikfreundlich. Und die zieht die Jugend. Die Jugend rennen uns jetzt die Türen ein.